Hallo erstmal. Ich hatte euch ja schon ein Video eingestellt, Anfasser 1. Jetzt möchte ich ein Video einstellen, Anfasser 2. Und wir werden uns speziell jetzt um diesen Bereich hier kümmern. Das wäre einmal den Pfad zwischen zwei Knoten auftrennen. Das wäre gewählte Endknoten durch ein neues Segment verbinden. Das wäre Pfad an den gewählten Knoten auftrennen und das wäre gewählte Endknoten verbinden. Und ich nehme noch mit rein, die gewählten Abschnitte in Kurve umwandeln und gewählten Abschnitt in eine Linie umwandeln. Das soll es dann für Anfasser 2 erstmal gewesen sein. Okay, fangen wir an. Ich ziehe wieder eine gerade Linie. Mein Lieblingszeichengerät ist die Bézier-Kurven, gerade Linien zeichnen. Ihr seht auch immer, dass da Shift F6 auftaucht, was jetzt zum Beispiel in den ganzen Profi-Programmen dazu führt, dass ihr direkt in diesen Bereich reinkommt. Wer da ständig mit arbeitet, wird es sehr einfach haben mit diesen Shortcuts, wie man so schön sagt. Mir ist gerade noch eingefallen, lasst uns nochmal ganz kurz hier oben in Ansicht springen, weil einige gesagt haben, sie haben nicht das gleiche Bild wie ich. Es kann natürlich daran liegen, so zum Teil, dass ich eine 64-Bit-Version habe, aber eigentlich ist der Funktionsumfang der gleiche. Ihr könnt ja mal schauen, ob ihr bei unter dem Punkt Ansicht, Anzeigen, Ausblenden hier auch alles angeklickt habt, so wie ich. Damit ihr dann auch entsprechend die Sachen seht. Nehme ich jetzt die Befehlsleiste raus, seht ihr, fehlen mir auch ganz viele Sachen. Gehe ich jetzt wieder hier rein. Anzeigen ein- und ausblenden und klick wieder die Befehlsleiste an, sind alle Sachen wieder da. Manche Sachen erscheinen erst, wenn ich das entsprechende Werkzeug anklicke, bedeutet hier, diese Sachen erscheinen erst, wenn ich tatsächlich das Werkzeug bearbeiten der Knoten oder der Anfasser eines Pfades einschalte. Okay, so, dann fangen wir jetzt an mit dem, was ich mir vorgenommen habe, Anfasser 2, ich mache wieder eine gerade Linie. Das heißt, Startpunkt setzen, String gedrückt halten, rüberziehen, Doppelklick, ich habe meine gerade Linie. Damit wir jetzt auch tatsächlich mit den einzelnen Punkten, die ich gerade gesagt habe, arbeiten können, setze ich jetzt noch zwei Punkte in die Linie rein. Einen da, Doppelklick und einen da, Doppelklick. So, wir fangen an mit dem Punkt Pfad zwischen zwei Knoten auftrennen. Ich habe jetzt also diese Linie gezeichnet und mich stört dieser Pfad in der Mitte. Jetzt kann ich natürlich die Punkte ansprechen, aber viel einfacher ist, ich klicke auf den Pfad. Das heißt, zwischen diesen beiden blauen Punkten, der Pfad ist jetzt markiert. Gehe hier oben hin, trenne es auf und wie ihr seht, der Pfad ist verschwunden. Der umgekehrte Fall, ich kann hingehen, markiere, ziehe also dieses Rechteck auf, dass beide Punkte drin sind. Markiere jetzt diese beiden Endpunkte, gehe auf das Werkzeug gewählte Endknoten durch ein neues Segment verbinden, klicke darauf, dann wird hier, ich klicke immer raus aus dem Menü, wenn man das sehen kann, die Linie wieder sozusagen repariert, der Pfad. Denn die Linie besteht ja aus noch Teilsegmenten, die wir entsprechend verändern können. Okay. Ich hoffe, das war nicht zu schnell. Jetzt gehe ich nochmal in das Menü, aktiviere die Linie und jetzt werden wir versuchen, einen einzelnen Punkt zu verändern. Das bedeutet, ich aktiviere den Punkt, trenne ihn auf, gehe darauf und zack, kann ich die Linie an dieser Stelle auftrennen. Habe das geregelt. Wenn ich jetzt zum Beispiel da so ein Dreieck hin haben will, könnte ich jetzt auch hingehen, mache diese beiden Punkte aktiv, gehe wieder in das mit einem Segment verbinden, klicke drauf und hätte da jetzt ein Dreieck. Okay, Zauberwerkzeug String Z, alles wieder zurück. Und ich mache es nochmal. Diesen Punkt möchte ich gerne aufteilen. Ich kann jetzt den bewegen. Möchte ich diese beiden Endpunkte, habe ich jetzt zum Beispiel ein Bild gemacht und der zweite Punkt lag nicht ganz richtig, kann ich ihn jetzt so da drauflegen. Sie sind immer noch getrennt, aber ich kann beide gleichzeitig markieren, gehe auf gewählte Endknoten verbinden
und habe jetzt nur noch einen Knoten. Ich kann das nicht mehr trennen, es bleibt zusammen, so wie sich das gehört. Ich hoffe, ihr habt dazu jetzt keine Fragen mehr. Ich denke, das war relativ einfach. Ich möchte ganz kurz was ausprobieren, habe ich auch noch nicht gemacht. Okay. Machen wir anders, dann wird es besser, wird es deutlicher. Das funktioniert so auch, habe ich jetzt gesehen. Aber ich hätte es gerne deutlicher für euch. Ich mache die Linie weg und setze nochmal eine neue Linie. Denkt immer dran, wenn ihr gerade Linien haben wollt, String gedrückt halten, STRG oder CTRL, wie es auch manchmal heißt. Doppelklick. Und ich gehe jetzt in den Pfad bearbeiten. Jetzt habe ich ein Problem. Ich kann hier raus erstmal keine Kurve machen. So wie es hier ausschaut. Dafür kann man jetzt auf diesen Punkt gehen, den gewählten Abschnitt in eine Kurve verwandeln. Ich habe es jetzt nur so gemacht, weil es hier deutlicher wird. Bei der anderen Sache hätte man sehen können. Wenn ich jetzt hier draufklicke, seht ihr sofort, erscheinen hier zwei Anfasser. Und ich kann diese Linie verändern, wie ich das möchte. Im Normalfall müsst ihr diesen Weg nicht gehen. Ihr könnt die Linie auch anfassen und ziehen. Dann geschieht das automatisch. Aber manchmal, wenn man mitten in der Arbeit ist und möchte gerne eine Linie in eine Kurve verwandeln, ist das Ding eigentlich Geld wert. Jetzt habe ich festgestellt, boah, ich habe hin und her gepuzzelt. Es funktioniert einfach ums Verrecken nicht. Und ich hätte einfach gerne wieder eine gerade Linie. Dann könnt ihr hier auch auf diesen Punkt gehen, die gewählten Abschnitte in Linien umwandeln, klicke da drauf und schon ist alles wieder wie von Geisterhand gerade. Und ihr könnt entsprechend weiter damit hantieren. Ich hoffe, es hat euch wieder ein bisschen weitergeholfen. Bitte denkt dran, klickt auf Gefällt mir, abonniert den Kanal, wenn ihr Lust habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, tschüss!